Hallo liebe Rasenfreaks, was seht ihr heute in meinem Video? Tja, Mähen ist noch nicht wieder, die Sonne lacht zwar schon, wir haben aber heute Nacht Frost gehabt. Jetzt haben wir so 3-4 Grad, morgen soll es 12 Grad warm wieder werden, aber morgen ist Sonntag, da kann ich nicht mähen. Ja, was zeige ich heute? Ich zeige heute nochmal das Thema Messerschleifen. Schaut euch nochmal das Video an, das erste Mal mähen. Wie schleift man so ein ganz normales Sichelmesser vom Rasenmäher? Das zeige ich jetzt im Video. Dann noch mal ein kleines Video über Produkte. Ich möchte mal ein paar Produkte vorstellen, die ich so richtig gut finde, die ich jetzt für meine ganzen Bastelaktionen verwende. Seht ihr auch in diesem Video. Und last but not least zeige ich euch das Highlight der Saison. Wir gehen auf die 500 Abonnenten zu. Danke euch. Danke, 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 dass ihr mich alle abonniert. Und dafür gibt es jetzt ganz was Besonderes. Ich habe endlich T-Shirts. Yes, T-Shirts. Ihr könnt die ersten T-Shirts kaufen. Ich habe noch nicht so viele. Ich habe erstmal eine kleine Menge bestellt. Schaut in die Beschreibung. Das erste T-Shirt ist da. Das seht ihr gleich alles in meinem Video. Viel Spaß. Bleibt dran. Schön mit Handschuhen arbeiten, sonst wird es gefährlich. So, jetzt zeige ich euch mal das Messer. Das ist das Messer. Das ist relativ stumpf. Das machen wir jetzt scharf. Schutzbrille, Ohrschützer. Messer einspannen. Schutzbrille auf. So. Was scheiße. Eine Seite. Und das war Kacke. So. Können wir mal gucken. Schön scharf. Richtig schön scharf. Ich mache mal unten den Grat schön ab. Versuche da immer schon einen vernünftigen Winkel einzustellen. Und man sieht, das Messer ist schon tierisch, tierisch eingearbeitet. Da ist schon richtig, richtig was weg hier. Ich habe jetzt ein neues Messer bestellt. Kostet auch 50 Euro. Ja, Messer wieder einbauen. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht genug Sprit. So, ready! Was ich habe. Ein Paket. Ich habe ein Paket bekommen. Ich bin total aufgeregt, weil das ist etwas, ich bin mir fast sicher, etwas für euch. Ich brauche jetzt mal ein Messer. Dankeschön. Ich bin total gespannt, wie das geworden ist. Richtig. Tatsächlich. Ja! Einfach so in der Kiste verpackt. Ich fasse es nicht. Freaks! Die T-Shirts sind da! Die Rasenfreak-T-Shirts sind da! Ich habe es selber noch nicht gesehen. Wow! Siebdruck. Siebdruck. Nicht schlecht. Wir haben jetzt T-Shirts am Start und ihr könnt sie kaufen. Ich habe überlegt, 25 Euro
inklusive Versand nach Deutschland. 25 Euro inklusive Versand innerhalb von Deutschland. Schicke ich euch so ein T-Shirt, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Und ja, dann geht's jetzt ab. Ja, Freaks, also nochmal ganz langsam. Ihr könnt diese T-Shirts kaufen. Ich werde in meine Beschreibungen die Größentabelle reinhängen. Könnt ihr nachgucken, welche Größe euch passt. Der Preis 25 Euro inklusive Versand nach Deutschland. Ich werde einen PayPal-Link reinstellen in meine Beschreibung. Dann könnt ihr über PayPal bezahlen. Dann schicken wir euch umgehend das T-Shirt zu. Und dann seid ihr hoffentlich glücklich. Yo, da sind sie, die Rasenfick-T-Shirts. Und Connor Ward kriegt auch eins. Ich möchte euch jetzt mal ein paar Produkte zeigen, die ich gekauft habe, um meinen Rasenmäher so richtig schön wieder auf Stand zu bringen. Was braucht man? Man braucht vor allen Dingen Fett. Richtig gutes Fett für die Lagerung, für die Kugellager, für die Wälzlager. Und da habe ich richtig cooles Fett gekauft. Von Liquid Molly. Ich bin wirklich ein Freund von deutschen Marken. Liquid Molly LM47 Langzeitfett. Coole Sache. Für extrem lange Schmierfähigkeit und höchste Lagerdrücke. Montage, Wartung, Reparatur, Notlaufeigenschaften, ne, wenn man mal nicht richtig fettet. Für hochbelastete Lager und Gelenke, Keilwellen, Gewinde und Führungen. Einsatzbereich von minus 30 bis 120 Grad sollte reichen. Eine Dose, um die Grundfettung vorzunehmen. Und dann habe ich mir noch schöne Fetttuben gekauft. Gleiches Zeug, um dann nachzufetten. Dann habe ich von Liquid Molly auch eine schöne Kupferpaste gekauft. Kupferpaste für Hochtemperaturbereiche, Bremse für meine Trommelbremsen, die völlig runter sind. Brauche ich ein bisschen Kupferpaste. Ist auch gut bewertet worden. Last but not least habe ich mir eine Handfettpresse gekauft. Eine Einhandfettpresse. Das war immer ein Gerödel da mit dem Schlauch und meiner anderen Fettpresse. Jetzt habe ich mir eine zweite Fettpresse gekauft von BGS. Eine Einhandfettpresse. Das heißt, man kann mit einer Hand auf den Nippel rauf und dann gib ihm. Mein geliebter Bosch Winkelschleifer. Der ist fast 40 Jahre alt gewesen, ist kaputt gegangen, ist hin. Jetzt habe ich mir einen neuen gekauft. Das Teil liegt super in der Hand. Echt klasse, ist nicht zu. Ich habe relativ kleine Finger. Lässt sich schön umschließen, die Maschine. Gute Ergonomie, super günstig, gerade im Angebot. Schöne, kleine, praktische Handflex. Ich habe noch eine coole Sache. Ich habe es vergessen. Yeah! Richtig, richtig cool. Das ist der Wahnsinn, Jungs. Ich habe immer sowas haben wollen. Jetzt habe ich mir das zum Geburtstag geschenkt. Ein Mikrospeeder-Satz. Also ein Ring-Maulschlüssel-Satz mit so einer Ratschefunktion, damit man nicht immer umsetzen muss, sondern dass man einfach mal durchschrauben kann. Total cool, passt von den Größen her genau zu meinen Maßen, die ich jetzt beim Toro habe. Super auch sortiert, 18, 13, 16, 17, 18, 19. Total cool, von Proxon. Schönes Ding, meine Argumente sind deutscher Hersteller, vernünftiger Preis, gute Bewertung und natürlich entsprechend der Anwendung richtig ausgewählt. Das war es soweit mit meinen ganzen Sondereinkäufen. Ich habe noch mehr gekauft. Das ist alles der Horror. Aber egal. Mein Motto, lasst uns die Wirtschaft ankurbeln. Yes.